Hey, einen wunderschönen. Heute mal zu einem Lunchdate. Ja. Eigentlich ungewöhnlich, zu der Zeit sich hier auf einen Treffen einzulassen. Normalerweise ist jetzt Business Hour und ich mache irgendwelchen Business-Kram, aber ich habe mich heute mal wieder frisch verliebt. Ich habe mal wieder ein Date, ich habe eine richtig süße Maus gefunden. Würde ich extrem feiern, jetzt mit ihr ein Date zu haben. Sie müsste auch jeden Moment kommen. Ich hoffe mal, es dauert nicht mehr allzu lange. Ich warte hier schon, wir sind wieder im gleichen Restaurant wie letztes Mal. Ich weiß nur, dass der Kellner leider heute tatsächlich ein anderer sein wird. Max ist leider gekündigt worden nach seinen letzten Eskapaden. Aber wir haben einen anderen Kellner hier und ich bin gespannt, wann mein Date endlich auftaucht. Ich habe wirklich Bock. Zigarettenpack. Oh, hi. Hi. Hi, Sebastian. Hi. Hey. Hi. 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 Na, schön. Das habe ich für dich mitgebracht. Ach, das ist ja lieb. Ja. Dankeschön. Ja. Ach, das ist ja lieb. Danke. Ja. Mensch. Oh, Mensch. Ich dachte, Mensch, cool. Ein Date. Hey, wie lieb. Dankeschön. Keine Ursache, Mensch. Das ist sehr lieb. Wie hast du hergefunden? Alles gut? Ich bin hergelaufen. Mhm. Hergelaufen? Ja. Das ist ganz schön weit oben, ne? Ja, ja. Ein bisschen Sport, weißt du, schadet halt nicht. Ah, schönen guten Tag. Hi. Diesen, der Kellner nehme ich an. Wunderbar. Ja. Nee, also eigentlich bin ich in der Küche, aber ich mache heute Kellner, weil der andere ist ja weg. Ja, der ist gekündigt worden, so, richtig? Was willst du? Ich hätte gerne, Sie können mich siezen, ich hätte gerne Wasser. Ein Wasser? Und vielleicht hier für eine Vase. Mhm. Ja. Ebenso, ein Wasser. Bitte. Wasser mit Eis, bitte. Ach, mit Eis. Und eine Orangenschnitzel. Achso, soll ich vielleicht noch eh pudern? Soll ich vielleicht alles für Sie machen? Der Kellner. Also wirklich. Ja, cheers auf uns. Erstmal, dass wir hier so jung wie heute kommen. Ja, hier also zusammen, wirklich, ne? Das ist ein Joke. Das ist okay, dann für den Wein. Dankeschön. Fleisch ist immer gut. Ja. Mein Handy muss ja nicht am Tisch sein, oder? Ja, es nervt mich. Entschuldigung. Sie sind als Kellner extrem pushy. Nee, ich bin ja der Koch, es tut mir leid. Ich bin der Koch. Ich bin da gar nicht drin. Ich bin auch sehr nervös. Ja. Oh, sieht schön aus. Okay. Ich wollte eigentlich einen Orangenschnitz haben, aber ich würde auch einen O-Saft nehmen. Dann anstatt Wein. O-Saft, genau. Danke, das reicht. Das reicht schon? Ja. Ich eher weniger. Allergisch. Allergisch, okay. Dann vielleicht was anderes? Ein Eistee? Auch allergisch. Echt? Oh. Ist das Ihr Hund? Mensch, ich trinke auch. Ja, das ist mein Hund. Warum? Kommt der jetzt auf den Grill? Was soll denn das jetzt? Hallo? Hallo? Der hat ja gar... Lauf! Können Sie meinen Hund vielleicht runterlassen? Wenn Sie das Schild gelesen hätten, dann würde ich... Was für ein Schild denn? Oh, jetzt ist der Hund nur auf dem Sofa sein dürfen. Ach so. Okay. Ich würde gerne, ich hatte vorbestellt das Menü. Ach, Sie haben über die App vorbestellt. Richtig, wir haben über die App schon vorbestellt das Menü für ihn einmal Wildschwein. Ach, du musst ja gar nicht kochen. Und ja, ich glaube, der ist jetzt auch jeden Moment da. Ich guck mal kurz in der Küche. Wer möchte das, die Suppe mit dem komischen Stück drin? Die hätte ich gerne. Die jetzt hätten? Ja. Mhm. Okay, die Tomatensuppe. Oh. Ich glaube, es ist ein Ei. Das ist ein Ei, tatsächlich, ja. Mach mal Hälfte, Hälfte. Also, du willst Proteine haben, ne? Ja, lass es euch schmecken. War in der einen Suppe kein Ei drin? Sie können mal gucken. Ich suche mal kurz. Ja, suche sie mal kurz. Oh, doch, da na unten. Na klar ist dann Ei das drin. Ist ja wunderbar. Ja, Mensch, dann guten Hunger, ne? Ja, wünsche ich dir auch, Mensch. Du bist jetzt seit... Entschuldigung, wir haben ja mittendrin immer so, also... Ja. Zeigen, also, hm? Okay. Und du bist jetzt seit einem Jahr, bist du quasi... Ja, ein Vampir. Und wie ist das so? Was suchst du genau? Ja, eine langfristige Beziehung, nichts Lockeres oder wie? Nee. Wie ist es bei dir? Suchst du langfristig oder... Ach du, ich sag mal, alles kann, nichts muss. Ich bin da offen für alles, ne? Ja. Hm. Das passt. Also das ist wirklich entspannt, tatsächlich. Das ist alles soweit in Ordnung. Was ist das für Sie? Okay. Ja? Manchmal. Ist was? Nee, alles gut. Ich wollte mich nur ein bisschen. Ich wollte mal fragen, wie es mit deinem Schuhwerk aussieht. Mhm. Okay. Proteine kicken rein, weißt du? Ja, klar, das Ei halt, ne? Ja, ja, das brennt gut durch. Ja, die Schuhe sind sehr teuer. Die sind limitiert. Ja. Die haben 800 Euro gekostet. Müssen die auf dem Tisch sein? Hm? Müssen die Schuhe? Wolltest du mir die präsentieren? Ja, ich wollte ja. Also, ich bin halt, sag ich mal, sehr modeaffin und zeig das halt gerne, was ich habe quasi. Du scheinbar ja auch, was okay. Du hast trainiert, ne? Das Ei. Mhm. Entschuldigung, ich hätte gerne den nächsten Gang. Die Suppe ist wirklich, also ganz lecker, aber ich würde gerne zum nächsten Gang gehen, ja? Ja. Dann geht's doch direkt weiter. Das war das Vegetarische für Sie, glaube ich, war das. Ah, da bräuchte ich einen Löffel zu, ne? Da bräuchte ich, ja, den haben Sie mit abgegeben, ne? Sie Vollidiot. Was denn? Sie sind Servicepersonal, ich bin der Gast. Huch. So, apropos lecker, also können Sie kurz die Augen zumachen, weil das sieht nicht so gut aus. Oh nee, jetzt hab ich aber Angst. Also lassen Sie einfach zu. Essen Sie einfach mit Augen zu. Hier ist Ihr Löffel. Warte, ich nehme mein Messer und Gabel. Sehen Sie links oder rechts hin? Bitte schön, Hände auf. Das ist schön.
Ja, dann guten Hunger dir, ne? Ja, vielen Dank. Da freue ich mich aufs Essen. Einfach. Ja. Ja, so ein bisschen, du wolltest ja, du hast gesagt, du bist ja Vegetarier, hast du gehen, gesagt, ne? Ja. Ja. Das ist alles lecker? Also, schmeckt das? Schmeckt das wirklich? Ist lecker, oder? Also, bei mir ist wirklich sehr gut. Finden Sie sich, dass es gerade extrem scheiße läuft? Was geht dir denn das an? Ja, was denn? Also. Schmeckt sie denn? Oder wie ist es? Also, schmeckt's oder sagst du, ist nicht so lecker? Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ein bisschen noch. Fassen Sie den Mann gerade an die Backen? Ja, ich fasse den Mann an die Backen. Können Sie vielleicht einen Lappen haben? Meine Finger sind nass. Sofort. Bring ich ihn sofort. Danke. Ja, wo siehst du dich in 10 Jahren? Also, ich bin ein Weinkenner. Okay. Du Mensch, du hast ja gesagt, du trainierst ein bisschen, ne? Ja. Wie wär's, wenn wir jetzt mal Armdrücken machen, um zu gucken, wer jetzt mehr trainiert? Vielleicht sollen wir erstmal aufessen, oder? Du Mensch, ich bin eigentlich schon so. Ich bin eigentlich schon so gut wie. Ich meine, ich ist. Mhm. Okay, Arme. Bist du schon am Rücken? Ja, schon. Ja. Nochmal bitte. Ja, klar. Hast du schon? Ich mach schon. Ja, es liegt wahrscheinlich am Hebel dann. Wollen wir vielleicht einen anderen Arm machen? Ja, lass uns mal den anderen. Okay, dann machen wir den anderen. Vielleicht liegt es ja daran. Okay, bist du bereit? Oh, du bist Gott, Rechtshänder, oder? Ja, aber. Ja. Das ist echt. Okay. Machst du? Ja. Nein, du machst noch nicht. Du drückst noch gar nicht, oder? Ich drück gerade. Ja, Technik ist es halt, ne? Können wir nochmal machen, noch einen? Okay. Genau. Genau. Er wird auf das, was wir jetzt machen. Das ist sehr deftig, das Essen. Das ist, die haben immer noch nicht weiter gegessen. Ja, doch. So ein Achtel. Was haben sie? Ein Achtel gegessen. Oh. Langsam wird aber auch Zeit. Ne? Soll ich Ihnen einen Löffel bringen? Danke, das geht schon. Okay. Komm, einmal runter. Zack, ein großer Schluck. Nee. Ich habe halt noch gleich ein anderes Date. Ja. Deswegen. Ja. Wir können ruhig mal anstoßen. Ja, auf uns. Ja. Schmeckt's? Meinst du auch? Nochmal anstoßen? Ich hätte gerne ein Glas Wasser, wenn es geht. Wenn es nicht schmeckt, dann sagen Sie es jetzt. Wir können auch sagen, wenn es nicht schmeckt. Wenn Cocktail, keiner das sagt, dann können wir nie das Essen verbessern. Der Cocktail ist nicht so ganz mein. Der Cocktail ist nicht ihr. Nee. Warum? Nicht genug umgerührt, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir nochmal umrühren. ich weiß nicht, der bringt umrühren, glaube ich, auch. wie jedes Jahr haben wir ein kleines Restaurant-Shooting. Ne? Okay. Das kennen wir alles. Sie müssten jetzt einmal irgendwie. Ich weiß nicht, dieses. Oh, sie sehen so scheiße. Nein, also sie müssen, ich weiß nicht, was wollen sie machen? Wollt ihr euch, wollen sie sich küssen? Wir versuchen immer so das Pärchen, die Pärchentradition, ich bin ein bisschen nervös. Alles die gut. Pärchentradition ein bisschen weiterzuführen und so, deswegen müssen wir ein kleines Foto machen, ja, dass ihr euch ein bisschen über den Tisch lehnt und wir ein bisschen, hören sie mir überhaupt zu? Vielleicht wollen sie ihm einen Kuss auf die Wange geben, wenn sie gerade schon so Tomatensoße haben. Wäre das okay? Direkt Mund. Nein. Okay, dann bitte ich Sie, einen Kopf hier zu platzieren. Ja. Also Sie hier, dass Sie sich quasi einfach mal lieb haben. Mensch, das ist mein erstes Mal so. Ja, für mich jetzt auch. Ich hoffe, das ist was mit dir. Machen Sie doch mal. Sehr schön.